Der Vortrag war fantastisch. Also ich bin ganz begeistert. Wir haben ja im Vorfeld auch viel diskutiert über das Konzept Versöhnung, über den Begriff. Und es war schwierig, eine Übereinkunft darüber zu finden, ist es jetzt ein christlicher Begriff oder zeigt er auch darüber hinaus, also führt er auch weiter. Und als Ethnologin habe ich das immer bezweifelt, dass der Begriff tragfähig ist. Was ich gelernt habe bei Herrn Zimmermann ist, dass der Begriff Versöhnung uns zu dieser Forschung führt und der Weg ist. Ne? Also weder der Ausgangspunkt ist, noch das Ende sein kann, sondern unsere Forschung begleitet, auch wenn es diese pessimistischen Nuancen gibt, die bei seiner Rede angeklungen haben. Und ich fand den Vortrag außerordentlich ethnologisch. Ja, also uns geht es auch immer um die Konstruktion von Kollektiven, also zu zeigen, wie Kollektive konstruiert werden oder auch sich selbst konstruieren und was im Zuge dieser Konstruktion von Kollektiven passiert. Und er hat es sehr eindringlich gezeigt, also wie Versöhnung eigentlich nicht möglich gemacht wird in diesem historischen Prozess. Ich fand Herrn Zimmermanns Vortrag sehr beeindruckend, weil er doch in Erinnerung gerufen hat, wie schwierig historische Prozesse sind, wie langwierig und auch welche gegenläufigen Aspekte immer wieder zum Tragen kommen und dass Versöhnung von daher ein langanhaltender Prozess ist und man intensiv darüber forschen und daran arbeiten muss. Also ich finde es unfassbar, wie viele unterschiedliche Perspektiven hier heute Abend eingebracht wurden. Ich denke, dass Versöhnung ein Thema ist, das immer wichtiger ist, vor allem in der heutigen Zeit mit der Situation auch in der Ukraine, Russland. Das spielt immer eine immer wichtigere Rolle und ich bin gespannt, was das Zentrum für Versöhnungsforschung in den nächsten Jahren bringen wird. Ich bin Studentin an der Uni Bonn und bin aber sehr interessiert am Thema Versöhnungsforschung. Ich mache gerade meinen Master in European Studies und das hat auch in gewisser Weise mit Versöhnungsforschung zu tun, da Europa natürlich als Ganzes auch immer an Versöhnung interessiert ist und vor allem jetzt auch mit Blick auf die Außengrenzen von Europa ist natürlich Versöhnung ein sehr wichtiges Thema heutzutage. Ja, es war ein sehr interessanter Vortrag, natürlich auch provozierend und von daher wird er natürlich immer weiter zu denken geben. Also diese Grundthese, dass eine Versöhnung, wie er sagte, ubiquitär, also überall niemals möglich sein kann, weil man gewisserweise immer irgendwie einen Feind braucht, um zu wissen, wer man selber ist, um sich von ihm abzugrenzen, um vielleicht dann mit anderen, die denselben Feind haben, Koalitionen zu schaffen, aber man wird nie irgendwie in den Punkt kommen, dass man sagt, es gibt wie so eine Art Allversöhnung aller mit allen. Also das Gegenüber muss im Grunde als irgendein Feind bestehen bleiben. Das gehört offenbar zu Menschen, Natur, Identität. Das hat er so nicht gesagt, aber es wäre natürlich jetzt die nächste Frage, wenn das so essentiell ist. Er hat immer die Bibel zitiert, die ja Wesentliches über den Menschen zum Ausdruck bringen möchte, auch natürlich über Israel, aber viele Aussagen sind natürlich auch allgemeinmenschlich gemeint. Von daher müsste man schauen, ob die Menschennatur in der Tat so konstruiert ist. Mich hat das teilweise an Carl Schmitt eben erinnert, an diese Dialektik von Freund und Feind, die die Völker brauchen zur Identitätsfindung. Versöhnung soll eigentlich genau das Gegenteil sein, dass man eben die Perspektive, wie es Kollege Schölden gesagt hat, dass man versucht, die Perspektive des anderen zu übernehmen, dass das eigentlich das Entscheidende wäre. Und Kollege Söffner wollte eben damit zum Ausdruck bringen, dass nur so eine Reziprozität überhaupt es ermöglicht, Frieden zu schaffen. Aber oder Versöhnung zu schaffen, das scheint nach dieser These ja gar nicht möglich zu sein, nicht denkbar zu sein. Von daher wird uns das noch viel zu denken geben, ob man vielleicht noch eine Alternative zu dieser Überlegung entwickeln könnte. I come from a background where we are dealing with this situation very intensely, from Namibia. With the German heritage genocide. So what I take from the professor's talk is the intensity of this discussion. It's not over yet, and it's very difficult to find the right words to express the feelings of the people. I'm very impressed. In fact, I'm taken by this notion of Erbfeindschaft, that people inherit hostility. It's very serious matter. And then we in Namibia are struggling to find the right vocabulary to speak with about memory, forgiveness, and moving forward. Because there's a lot of guilt, there's a lot of self-righteousness.
Forgiveness is not easy. Ich nehme heute besonders mit, dass Versöhnung als Wort christlichen Ursprungs ist. Das ist etwas, worüber ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe. Aber Zimmermann hat darauf hingewiesen, dass Reconciliation ein völlig anderes Wort ist, also die englische Übersetzung, dass Versöhnung aber christlichen Ursprungs ist, mit der Sohnschaft was zu tun hat und der gemeinsamen Versöhnung in Gott. Das ist der große Punkt, den ich heute mitnehme. Ich habe ganz viele offene Fragen, die nicht beantwortet sind. Mich beschäftigt sehr die Frage danach, warum ein Kollektiv für seine Identität einen Feind braucht und allenfalls bereit ist, den einen Feind gegen den anderen Feind auszutauschen, um dann wiederum eine Teilversöhnung zu machen, aber nie eine Allversöhnung hinzubekommen. Und Amalek ist ja letztendlich ein Topos für ein Trauma oder ein Erleben, das ein Kollektiv hatte. Und es wird letztendlich weitergegeben von Generation zu Generation und es ist tief verfestigt. Und ich habe mich auch gefragt, was macht das mit der Psyche dieses Kollektivs? Wie weit wirkt es dann nach und lässt sich das überwinden? Also das Ziel, das wir ja, wenn wir Versöhnungsforschung machen und so ein Institut gründen, ist ja wahrscheinlich getragen von dem Wunsch, dass Versöhnung möglich ist und dass Versöhnung auch erreicht wird, und zwar im umfassenden Sinne. Und dann ist es natürlich extrem schwierig, wenn man einen Topos sieht, der so tief die Identität eines Kollektivs bildet. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, haben wir selber auch ein Amalek? Ist es gar kein typisch jüdisches Muster, sondern erlebt einfach das jüdische Volk etwas, was in jedem Volk ruht? Also ist es ein psychologisches Muster, das auch wir finden können? Also haben, wo ist unser Amalek? Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Insofern ist das der Anfang von ganz vielen Fragen. Und wenn ich könnte und das mein Leben noch hergeben würde, würde ich dazu gerne auch was forschen.